Broken Bird Games. Die Luto-Demo ist eine einzigartige Erfahrung. Sie stellt noch keine Repräsentation für das komplette Game dar. Sie hoffen, dass wir das Spiel genießen können. Okay, dran denken. Das Spiel ist immer noch in der Entwicklung. Und wichtig, die Demo hat kein Save System, also es wird nicht gespeichert. Press any key to continue. Und damit herzlich willkommen, ihr Lieben. Ich bin Macy und wir schauen uns heute die Luto-Demo an. Luto ist ein First-Person-psychologisches Horror-Game. Genau, wie wir gerade gesehen haben, das stellt noch nicht das Spiel dar. Es ist tatsächlich eine eigene Erfahrung für sich. Damit wir aber schon mal sehen können, was da ungefähr auf uns zukommt oder was so die Idee der Entwickler ist, schauen wir uns das an. Es nennt sich Luto The Choice, ist von Broken Bird Games. Veröffentlichungszeitpunkt gibt es aktuell noch nicht laut Steam. Genau, dann würde ich sagen, herzlich willkommen. Ich freue mich, dass ihr da seid und wir schauen uns die Demo an. Wir spielen Luto. So. Oh, ein kleiner Ruckler. Ah, war aber anscheinend nur der Anfang. Gut. Ein Flur. Ah, ich habe schon so Vermutung, dass das so eine Art Walking-Simulator wird. Wie bei PT vielleicht. Da liegt eine Puppe. Oh, ein kleines buntes Äffchen. Oh, nee, bitte zurück. Rotate. Mit E und G. Okay. Ein bisschen kaputt am Arm, aber sonst war es das auch, ne? Ein paar schöne Bildchen an der Wand. Das ist ein bisschen creepy. Also es ist ein bisschen dunkel. Ich schau mal gerade, dass ich das ein kleines bisschen heller auch für euch mache. Mit dem bei General. Können wir die Helligkeit echt nicht einstellen? Hier sind die Controls drin, WASD. OI für Inventory. Wir können rennen. Und zoomen. Okay. Aber. Wir können leider, wenn ich das nicht gerade übersehe, die Helligkeit nicht einstellen. Aber wir können zoomen. So, ich hoffe, ihr seht das auch ein bisschen. Also bei mir ist es auch sehr dunkel. Da steht ein kleiner Junge im Kostüm und daneben steht auch ein Kind anscheinend, aber das ist nur der Umriss. Wir hören ein bisschen Klavier spielen. Hier sind auch Bilder an der Wand. Kartons. Wind. Ja, hier bewegt sich auch der Vorhang. Egal, in der Wand. Interessant.
Gut, hier haben wir was. Was haben wir denn hier? Broken Bars? Also ein Bild von einer Tür mit, ja, ist ja gut. Mit zerbrochenen Dielen oder sowas? Oh, Inventory. Ah, wir haben das Bild jetzt im Inventar. Gibt's Notes? Gibt's noch nicht. Gott! Entschuldigung! Ich hab doch gerade mal angefangen. Erschreckt mich doch nicht direkt so. Ach, es ist da unten. Ja, da müssen wir wohl runtergehen. Ich weiß nicht, ob wir gerade einziehen oder ausziehen. Die ganzen Kartons hier. Vogelbilder. Das Kind auf dem Bild hat keine Augen. Das sind schon super Voraussetzungen hier. Warum hat man solche Bilder? Ja. Darf ich mich erstmal umsehen? Oh, die... Oh, bewegt sich, okay. Aber sie hängt, okay. Kurz nach 11. Ja, wir gehen mal ans Telefon, ne? Okay. Also da war jemand am Telefon, hat gefragt, ob es uns besser geht und sie will uns Freiraum lassen, aber wenn irgendwas wäre oder uns irgendwie nicht gut geht, dann sollen wir uns auf jeden Fall melden. Aber da war auch so ein bisschen was im Hintergrund, so ein Krächzen und Atmen und jetzt steht hier Help. Wir sind auch nicht mehr da, wo wir waren. Hier war noch gerade eine große Pinnwand und hier hängen Ketten. Oh, es ruckelt gerade ein kleines bisschen. Moment. Hier ist das Telefon. Hier ist jetzt... Okay. Es ist schweinedunkel. Da ist ein Regal. Do not stare at him. Wir sollen ihn nicht anstarren. Vorne liegt eine Taschenlampe. Können wir die dann benutzen? Bleibst schön da stehen, okay? Sind wir uns einig, ja? Wehe. Gott, ist das düster. Ich guck mal, dass wir erst die Taschenlampe bekommen. Damit wir hier mal was sehen. Ja! Gib mir das. Pick up. Flashlight mit F. Ja, schön. Dann sehen wir jetzt auch. Gehen wir nochmal kurz zurück. Sehen uns nochmal hier vorne um. Du bist noch da, das ist gut. Ach, hier ist auch noch ein Gang. Das habe ich gerade auch gar nicht gesehen. Okay. Hallo. Ghostman. Da ist zu. Gott, hier hinten geht's auch noch. Zu viele Möglichkeiten. Können wir aufmachen. Ja, da hinten war ja auf jeden Fall was auf. Soll das ein Schatten sein? Auf dem Bild stehen Kerzen. Ja, cool. Superman und Gremlins. Da ist er durchgestrichen. Okay. Noch ein Panda. Ghostface!
Soll das dann Godzilla sein? Chucky? Also viele bekannte Figürchen. Das ist auf jeden Fall sehr, sehr cool. Beetlejuice, Beetlejuice, Beetlejuice! Ach ja, und die unendliche Geschichte und E.T. und alles. Richtig cool. Der weiße Hai. Kann das Slenderman sein? Ja, das ist der Exorzismus, ne? New Film! The Choice. Das ist ein Drache. 074. Wer weiß, wofür wir das brauchen? Ich schreibe mir das mal eben auf. Was liegt hinter diesem Licht? Alles wegen diesem ungewollten Geschenk. Wir sollten glücklich sein. Hallo Katze. Du stehst mir gerade vor dem Bildschirm, Maus. wir haben gerade plüschigen Besuch. Katze sagt gerade Hallo, auch wenn ihr sie nicht seht. Läufst mir bitte nicht auf der Tastatur rum, ja? Süße. Ja, genau. Vor die Kamera. Ach, Mausi. So. Dahinter gibt es einen dunklen Ort und es ist sehr einfach, dort sich zu verlieren. King among strangers, I think. I want to give it back. Okay. Left or right? Which choice will be the good one? Links oder rechts? Was ist die richtige Entscheidung? Und wir laufen an Passanten vorbei. Ich glaube, I want to give it back. Ich will es zurückgeben. Hier ist eine Kerze. Was sonst? Okay. The Call. Was ist jetzt passiert? Drawing of a door with broken bars. Muss ich das da... Warte mal. Use. Ich kann das nicht usen. Gott, die Geräusche. Inspect. Back. Jetzt komme ich zurück, okay. Das ist anscheinend, würde ich mal sagen, nicht das Richtige. Dann brauchen wir ein Bild. Nein, zurück, bitte. Der Flur ist voller Boxen vom Umzug. Die Bilder sollten nicht in dieser Box sein. Wer hat angerufen? Nichts. Das ist kein normales Haus. Warum riecht hier alles nach Eisen? Ketten? Fragezeichen? Zukunft ist offen. Nee, nicht die Zukunft. Die. Ihr wisst schon, ne? Pass. Die Vergangenheit. So. Es ist noch früh am Morgen. Ich bin noch nicht in Übersetzungsstimmung. Titanic? Steht da? Der Tod. Okay, anscheinend gibt es aber auf jeden Fall ein Bild, was wir wohl finden müssen. Aber wir können hier nichts aufnehmen, ne? Ja. Gut, dass sich die Taschenlampe nicht verbraucht. Das sind Sticker ja auch an der Tür, ne? Das scheint auf jeden Fall ein Filmfreund zu sein. Ging die Kette vorher auch schon? Ja, ich glaube schon, ne? Machen wir das zu. Okay, wie hoch geht das bitte? Na gut, wir haben ja noch andere Räume, die wir inspizieren, oder Gänge, die wir inspizieren können.
Gehen wir doch mal hier lang. Hier geht's auf. Hier hängen auch überall Ketten. Liegen Boxen rum. Ein Geschenk. Eine Zeichnung von einem blauen Geschenk. Pick up. Oh, jetzt hat's geflackert. Habt ihr das gesehen? Also, ich kann mich jetzt gerade nicht bewegen. Ist da was hinter uns? Man kann das echt schwer erkennen, ne? Oder ist das nur eine Reflexion vom Licht? Warst du das? Echt krass, man kann gar nicht so hoch gucken und die Regale gehen halt bis in die Unendlichkeit. Aber die Stimmung ist gut. Hier ist zu. Aber ich freue mich schon auf den Jumpscare, wenn ich mich mal umdrehe. Man wartet ja eigentlich immer nur drauf, ne? Aber mit dem Don't Stare at Him war nicht Ghostman gemeint hier, oder? Dann ist es jetzt schon zu spät. Ist das ein Fisch? Ich habe erst gedacht, das wäre vielleicht ein Rätsel, aber dem scheint nicht so. Das war nur eine lockere Diele. Da, wo wir drauf getreten sind, ne? Ja. Schöne Tellerchen. Oh, einer ist runtergefallen. War hier nicht gerade eine Tür? Bin ich noch so verballert? Oder verarscht mich das Spiel gerade einfach? Ich warte immer noch darauf, dass diese komische Figur jetzt gleich weg ist. Da oben ist aber auch irgendwie noch was. Wir gucken mal, ob wir das Bild hinten einsetzen können, was wir vom Fernseher genommen haben. Ja, klar. Mhm. Use. Das geht auch nicht. Okay, man musste aus dem Inventar das anklicken. Oh Gott. Haben wir jetzt irgendeine Entscheidung getroffen? Hätten wir auch das andere einsetzen können? Naja. Jetzt können wir es nicht mehr rückgängig machen. Wednesday. Schreibt mir doch auch mal gerne in die Kommentare, was ihr noch gesehen habt, was es hier noch so gibt. Ist das One Piece, der Hut? Würde mich mal interessieren. Ich meine, ich kenne ja auch nicht alles, was es dann noch so gibt. Was euch noch aufgefallen ist. Gehen wir mal wieder hier raus, ne? Hat sich hier hinten jetzt irgendwas verändert? Hier war doch das... Die Tür war andersrum und hier war doch dieses Ding an der Tür. Oder bin ich jetzt wirklich völlig bekloppt geworden? Nein, es hat sich verändert. Der Gang ist noch da, aber da fehlt was. Ich hab doch gesagt, du sollst da stehen bleiben. Ah, hier ist jetzt eine... Ich sag nichts mehr. Ich bin mir nicht mehr sicher. Für mich waren da vorher noch Gitterstäbe und keine Tür.
Ach, hier war die Tür. Siehst du, ich bin einfach durcheinander. So, ich kann hier aber nichts machen. Ich kann nur an der Tür rütteln, die nicht aufgeht. Spielen wir jetzt Verstecken mit Ghostman? Waren die vorhin auch schon hier? Oder ist der hier langgelaufen? Ah, hier ist jetzt offen. Okay. Ah, links oder rechts? Welche ist die richtige Entscheidung? Das ist ein schönes Bild. Kleines Kistchen. Hier geht's nach oben. Oh, wir sind jetzt hier oben. Das soll ein Auge sein, ne? Das ist eine Tür, ne? Ja. Und eine Kassette? Ist das eine VHS-Kassette, die da liegt? Auch so eine Tür mit einem Auge dran. Oh, wollen wir da reingucken? Ja, oder? Das ist doch der Raum, den wir da hinten gesehen haben. Das hier. Ja, da liegt die Kassette. Das ist die Tür und da ist die Kassette. Das ist ja verrückt. Können wir denn da rein? Nee. Ja, das ist das. Da liegt auf jeden Fall ein Zettel drin und es sind jede Menge VHS-Tapes. Ich würde gerade sagen, die blaue Decke hier ist weg, aber sie liegt noch da. Aber sonst haben wir anscheinend nichts, wie es aussieht. Die Musik, ey. Ich wette, Ghostman steht nachher irgendwo einfach in dem Gang drin. Heißt das jetzt, wir müssen in den rechten Gang noch reingehen? Ja, oder? Was haben wir für eine Wahl? Links geht's ja nicht weiter. Hier hängt auch ein anderes Bild. Und hier ist... Entschuldigung. Natürlich. Wir sind nicht mehr hier. Natürlich. Dann gehen wir mal in den Keller. Entschuldigung. Okay, das ist cool. Das habe ich auch noch nie gesehen, dass einer in einem Horrorgame diese blöden Lufterfrischer reinmacht. Wie witzig. Wie witzig. Hilfe steht da an der Wand. Okay, das steht da überall. Auf den Zetteln, an den Wänden. Oh, komm, was passiert jetzt hier? There is no escape. Okay, es gibt kein Entkommen. Such woanders Hilfe. Ich bin verloren, hilf mir. Da ist auch schon wieder dieses Bild von dem Mädchen ohne Augen. Kleines Pflänzchen. Hier ist auch wieder so ein Ding an der Wand. Okay. Und was wollen wir wetten, was jetzt passiert, wenn wir den Zettel aufnehmen? Ich bin verloren. Das Radio sagt Hilfe.
Gibt's hier noch irgendwas? Oh, das ist echt unangenehm gerade. Okay. Aber anscheinend haben wir sonst nichts mehr hier. Ich feiere dieses Ding total. Das ist echt cool. Ich hab's ja gesagt. Ghostman ist unterwegs. Oder ist es Ghostboy? Was ist, wenn ich jetzt in die andere Richtung gehe? Oh, die Musik ist echt unangenehm. Ja, nee, ist klar. Das Spiel möchte bestimmt, dass wir dahin. Jetzt ist die Tür zu. Wir gehen in die andere Richtung. Man kann aber keine Türen öffnen, ne? Haben wir irgendeine Tür, die wir hier aufmachen können? Ah, hier ist natürlich Ende. Okay. Okay. Dann gehen wir mal den Weg, dass das Spiel möchte. Ich guck trotzdem mal. Kann aber hier. Die Tür machen wir nicht auf. Bist du gestolpert? Entschuldigung, ich wollte dich stören. Sei vorsichtig mit diesem Ort. Was ist jetzt passiert? Sind wir jetzt Ghost Boy? Okay. Wir wurden von einem Laken gefressen. Oh, wir haben sogar eine Taschenlampe hier. Das ist nice. Sehr witzig. Sehr, sehr witzig. Das ist schon ein bisschen gruseliges Laken. Schön baden im See. Hier ist die gleiche Uhrzeit wieder. Hä? Im Ernst? Das ist das Kinderzimmer, wo wir vorhin waren. Stop watching me. Ach, hör auf. Fett Skip? Warum ich? Your brother died. Dein Bruder ist gestorben. Er hasste dich. Selbstsüchtig. Undankbar. Warum hasse ich dich? Er starrt mich an. Ich hab dir vertraut. Die Scheidung war deine Schuld. Niemand möchte mit dir spielen. Jedes Mal, wenn ich dich ansehe, bist du glücklich. Warum? Das ist nicht, woran ich mich erinnere. Okay, was ist hier passiert? 522. Ich nehme das jetzt noch nicht auf. Wir gucken uns erst noch um. Töte dich selbst. Hier hängt noch ein Zettel. Du wirst das nie wieder tun. Du wirst das nie wieder tun. Da steht nichts drauf. Hier ist auch noch ein Zettel. Ah, wie verrückt. Dann haben die den... Oh, ich vermisse ihn. Haben die den Jungen echt beobachtet oder was?
Das ist das, woran ich mich erinnere. Okay, versuchen wir mal unser Glück. Er hat nichts Originelles mehr gezeichnet für eine sehr lange Zeit. Er zeichnet nur die Filme, die er mag, immer und immer wieder. Ich verstehe immer noch nicht, also ich verstehe, doch, ich verstehe immer noch nicht, warum er diese Zeichnung so sehr mag und behält. Es passt nicht zu seinem Alter. Er scheint irgendwie in der Vergangenheit festzuhängen, wie auch immer. Er sieht glücklich aus, aber warum? Er wurde alleine gelassen und niemand beachtet ihn. Nach dem, was er durchgemacht hat, sollte er weinen. Das ist alles, woran ich mich erinnere. Dinge, die er mag. Filme, Zeichnungen, Dinosaurier, Horror, Jungs, Schmerz, Fragezeichen und seinen Hund. Wieso liegt da eine Patrone auf dem Tisch? Eine Zeichnung von einer dunklen Vergangenheit. Aber wir können die mitnehmen, das ist super. Hab's aber trotzdem nochmal aufgeschrieben. Er steht falsch rum. Oder? Nee, tut er nicht. Sieht auf jeden Fall sehr eigenartig aus. Gut. Gehen wir mal weiter. Kommen wir hier raus. Okay. Wo landen wir jetzt? Oh, ist das der... Nein, das war nicht der Raum mit dem Ding drauf, ne? Aber wir sind jetzt wieder an dem Startpunkt. Ja, ich komme immer gegen die Ketten. Es tut mir leid. Ja, und hier stand ja Ghost Boy. Hier war diese Tür, ne? Ja, genau. Ich verwechsel die immer mit der anderen hinten. Ja, da können wir noch nicht rein. Dann sehen wir uns in dem anderen Gang nochmal um. Vielleicht bekommen wir von Ghost Boy auch nochmal einen Hinweis, wo wir hingehen sollen. So, hier hat sich nichts verändert anscheinend. Tack, tack. Wir gehen mal in den linken Gang nochmal. Vielleicht können wir jetzt hier durch die Tür. Und die Kassette vielleicht holen, also die VHS. Ne. Wir können da nur reingucken. Wir können aber, wir können uns ein kleines bisschen minimal bewegen, aber sonst auch nichts machen. Ha. Ich würde nochmal gerne in das Kinderzimmer. Ah, das ist auch interessant. Das ist Stop Watching Me. Das sieht man hier von der Seite ja gar nicht. Aber hier scheint es so auch nichts mehr zu geben. Ich überlege gerade, wo wir hin müssen. Oder wo es weitergeht. Hier waren wir ja gerade auch schon. Oder wir müssen den rechten Gang nochmal rumlaufen. Hier nochmal.
Hier ist auch immer noch zu. Ne, da war ja auch zu. Dann gehen wir den rechten Gang nochmal lang, wo wir gerade eben waren, wo wir herkamen. Vielleicht geht's da irgendwie weiter. Aber hier muss ich nichts machen, ne? Hier die Tür geht jetzt auf. Ach, das ist diese Tür. Ah, hier ist der Flur. Hier können wir keine Tür öffnen. Ach, wir waren aber auch da hinten noch nicht drin, weil Ghost Boy kam, ne? Ach, guck an, hier kam der hin. Der ist hier aus der Tür gestolpert. Aber das waren nicht wir selber, oder? Wir sehen nicht uns selber mit einem Laken drüber, oder? Als wir hier im Flur waren, kam der ja da rausgestolpert. Und als der uns erwischt hat, kamen wir ja aus dieser Tür raus. Und sind dann hier weitergegangen. Das ist ja verrückt. Ich guck nochmal, ob wir hier vielleicht irgendwas übersehen haben. Und hier ging es gerade nicht. Ne, hier ist eine Alpha-Wand. Hier kommen wir nicht weiter. Okay. Oder sonst aber auch nichts mehr, ne? Das ist auch so ein Kreis. Ich guck mal eben ins Inventar. Haben wir hier noch was? Nee, nur die beiden Bilder. Oder müssen... Ah ne, wir konnten das ja nicht mehr benutzen. Ich habe gerade überlegt, ob wir vielleicht ein neues Bild da einsetzen müssen. Aber der hat mir nicht angezeigt, dass wir hier was tun können. Ne, das geht nicht mehr. Ach! Ja. Hier können wir was machen. The Choice. Lies beyond the light. Hier müssen aber dann drei Bilder hin, oder? Okay, warte. Er nimmt das als erstes. Was steht da? Walking among strangers, I think. I want to give it back. Dann geht's jetzt wahrscheinlich weiter, ne? Auch dieses Ruckeln immer, wenn wir irgendwas machen. Es erinnert mich so ein kleines bisschen wirklich an VHS-Film irgendwie. Es ist halt nur die Frage, wo geht's weiter? Weil wir werden jetzt bestimmt wieder irgendwas getriggert haben. Okay, da ist noch zu. Oben nicht ein Licht? Ist auch noch zu.
Wir laufen jetzt nochmal hier alles ab. Irgendwo wird es mit Sicherheit jetzt weitergehen. Hier hat sich nichts verändert. Ne. Schade. Ja, aber wie schon vermutet, das ist so ein bisschen Walking Simulator, ne? Aber wie gesagt, am Anfang stand ja auch, es ist eine Demo, die das Spiel nicht repräsentiert. Aber wir waren noch nicht wieder da unten, ne? Sondern soll ja nur einen ersten Eindruck geben. Ach ja, das... Danke. Nichts anderes habe ich erwartet. Hier war ja noch das Räumchen, hier war ja auch noch eine Tür. Hier geht's auch nicht weiter. Ghost Boy, wo bist du? Da wollte ich nicht hin. Da haben wir noch was übersehen. Müssen wir doch noch mehr da einsetzen. Können wir hier? Können wir denn... Oh, wir können... Ah, wir können hier... What lies beyond the light? Unsicher. Was war das andere noch? Ach ne. Zoom bitte. Left or right, which choose will be the good one. Was hatten wir noch für ein Bild? Auf a dark path. Kann es sein, wir können das aber nicht mehr wegnehmen, ne? Ist das oben am Geländer? Ist das ein Hinweis? Ich bin mir gerade unsicher, welches wohin gehört. Behind these bars are a dark place, easy to get lost. Ah, das können wir nämlich wieder aufnehmen. Aber dann fehlt uns ja auf jeden Fall noch eins, ne? Wir brauchen dann drei Stück. Ich glaube schon, dass das dahin gehört. Aber... Wir brauchen auf jeden Fall noch ein Bild. Ist halt nur die Frage, wo bekommen wir das her? Das muss ich ja dann irgendwo übersehen haben. Ja, auf dem Bild war ja auf jeden Fall auch hier dieser Gang zu sehen, ne?
Kommen wir eigentlich von hier aus auch zurück? Ja, die Tür ist offen. Ach so, wo ist denn... Ist das hier das? Aber wie komme ich da hin? Da liegt doch was, oder? Das ist doch der Hinweis gewesen. Vielleicht ist da das fehlende Bild. Ich kann hier nichts anklicken. Ich dachte, habe halt immer die Vermutung, dass das irgendwie eine Art Rätsel sein soll oder so, aber anscheinend ist das nicht so. Joa. Warte mal, ist die... Sind die Zahlen eine Nummer, die ich anrufen soll? 074522. Na, das wollte ich nicht. Jetzt zurück. I spy with my little eye. A little thing. A little. I spy with my little eye. A little thing. A little. Okay, ich beobachte etwas mit meinem kleinen Auge. Mit etwas kleinem. Ist das denn jetzt der Hinweis? Dann müssen wir nämlich wieder in den Gang links und müssen dann vielleicht jetzt hier. Ja, dahin. Kommen wir jetzt in den Raum, das wäre cool. Aber wir können hier immer noch nichts machen. Aua. Boah, wie gegenüber auch die Tür aufgegangen ist. Ist das creepy? Das ist richtig gut gemacht. Dein Traum ist... Ach, manchmal steht da falling, also fallend, und manchmal failing. Für Versagen. Hinten steht nichts drauf. Es wäre ja unfassbar geil, wenn wir uns selber, also eine Figur da drüben sehen würden. Und da ist es jetzt auch auf. Das ist richtig cool. Das ist richtig cool gemacht. So, und jetzt ist es aber sehr dunkel hier. Da ist nämlich jetzt das Fenster auf. Dann ist die Kassette aber auch runtergefallen. Können wir uns die angucken? Unten war ja auch ein Fernseher. Schön in den Karton gefallen. Ein blaues Videotape. Na, ja, nichts drauf soweit. Das nehmen wir natürlich auch mit. So, kommt denn Ghostboy jetzt wieder? Ghostboy. Hier war der Raum mit dem Fernseher, ne? Ah. Diese Kiste. 7, 2. Oh Gott, 725. Soll man sich das denn alles merken? Da ist das Geschenk. Okay.
Okay. Wir hatten auf jeden Fall einen Hinweis, dass es irgendwo ein Schlüssel liegt und wir müssen wahrscheinlich dann mit diesem Schlüssel diese Kiste aufmachen, die wir gesehen haben. Nee, das war aber nicht hier, das war hinter den Gittern, ne? Hier liegen auch überall VHS-Kassetten rum. War das hier? Das war ja an so einem Ende von dem Gang. Ah nee, hier ist es aber auch nicht. Können wir uns das nochmal angucken? Doch, das ist doch hier. Da. Aha. Triangular-Emblem. Das ist doch unten im Keller die Tür gewesen. Na, hier ist immer noch zu. Ich habe heute absolut keine Orientierung. Sorry dafür. Dann laufen wir ein bisschen länger hier rum. Ah, das war der rechte Gang, ne? Da ging es doch dann runter. Ob wir dann wieder angesprüht werden? Oh, jetzt? Jetzt schon? Warum? Okay. Da habt ihr das gesehen, da oben? Ja, die Lampe, die wackelt. Ja, hat sich ein bisschen verändert, ne? Boah, es ist unangenehm. Es ist sehr unangenehm, aber richtig, richtig cool. Look down. Nichts. Also sieh runter. Nichts. Look up. Nichts. Oben und unten. Nichts. Okay. Okay. Und überall Türen. Das ist schon echt creepy. Das ist schon richtig creepy hier. Ja, oben und unten nichts. Vorne flackert es. Dann die Musik dabei. Das hörte sich jetzt gerade an, als wenn jemand an der Tür rüttelt. Hier gibt es jetzt wieder so viele Möglichkeiten, wo man hingehen kann. Ich will halt auch einfach nichts verpassen. Hier ist doch die Kiste, ne? Können wir die dann aufmachen? Oh nein, es sind 4 Ziffern. Nein! Ich habe nur 3. Dann habe ich die eine verpasst. Zwei und 5. Kommen wir denn wieder zurück irgendwie? Oh, wir sind jetzt hier oben. Ah. Ja, ein Bild von einem Korridor mit Kerzen. Nein.
Gott! Oh. Okay, der hat mich erwischt. Holy! Ghost Boy! Oh, ich will wissen, was da drin ist. Kommen wir wieder zurück? Oh nein, hier ist Ende. Okay, gib mir einen kurzen Moment. Ich will unbedingt wissen, was da drin ist. Ich gucke jetzt mal, ob ich den Code finde, eben schnell. So, ich bin wieder zurück. Wenn es richtig ist, dann ist es 1725. Also habe ich die 1 übersehen. 1725. Ja, das war's. Und wir haben noch einen Schlüssel bekommen. Der ist ja dann für die andere Tür. Wo ich immer denke, es wäre ein Rätsel. Dann kommen wir hier wieder zurück. Die Tür ist es, beim Fernseher. So, jetzt kann ich mir das Video trotzdem nochmal angucken? Ach, dann wären wir auch wieder hier gelandet. Dann hätten wir bestimmt nochmal dahin gehen können. Aber da ist der Schlüssel. Da ist die Truhe. Sieben, zwei? Wieso seh ich denn die Eins nicht? Habt ihr sie gesehen? Ich übersehe das vollkommen. Wo? Jetzt mal ernsthaft, wo war denn die 1? Ach, da! Da, ganz am Anfang. Ja. Das darf man mit mir nicht machen, ich übersehe sowas. Okay, dann schauen wir mal weiter hier. War es so schmerzhaft? Das haben wir auch im Video gesehen. Du hättest dort nicht hingehen sollen. Kerzen im Gang. Sorry, 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 sorry. Oh, jetzt ändert sich die Atmosphäre auch gerade nochmal. Müssen wir denn jetzt das Geschenk suchen? Okay, wir müssen hier rechts lang. Ich mag es, wenn immer gezeigt wird, wo man gerade lang muss und es nicht 10.000 Optionen gibt zum Rumrennen. Ich bin immer so lost, wenn man überall hingehen kann. So wie hier, links, rechts. Gott! Dass ein verfluchtes Bettlaken einen so dermaßen erschrecken kann, ne? Also, die Jumpscares mit dem Ghost Boy sind echt gut platziert für mich, auf jeden Fall. Was für eine Atmosphäre. Aber er zeigt uns, glaube ich, echt, wo wir hin müssen, ne? Es ist hier so ein bisschen neblig. Hier sind überall Kerzen. Wo ist mein Geschenk? Zugemauerte Tür. Gib mir mein Geschenk. Nicht weiter.
Das ist so ein bisschen labyrinthisch, ne? Hier geht's auch nicht weiter. Wir müssen in die Richtung, ne? Da ist unser Geschenk! Heute habe ich Geburtstag. Gib Geschenke. Ich glaube auch, die Kerzen zeigen so ein bisschen den Weg, ne? Da ist es! Hallo! Ein blaues Geschenk! Die Kerzen gehen an. Du stehst jetzt nicht hinter mir, oder? Gut. Und jetzt? Ich habe jetzt mein Geschenk. Was müssen wir tun? Okay, das sind, glaube ich, unsere eigenen Schritte. Ich habe gerade gemeint, Schritte zu hören. Schön, die ganzen Kerzen sind jetzt an. Es ist viel gemütlicher jetzt. In der Ruine. Wir gehen mal den Kerzen hinterher. Hallo? Oh. Magic Trick. Ghost Boy verschwindet. Die Bus. Die Geräusche machen echt was aus. Man hat echt so ein bisschen Verfolgungswahn durch die Geräusche und so. Ich mach mal die Taschenlampe wieder aus. Jetzt hat er einfach hier das ganze Licht ausgemacht. Toll. Und hier ist Ende. Nicht cool. Hä? Aber kamen wir nicht von hier? Hier geht's weiter. Nee. Doch. Hier. Es war so schön ausgeleuchtet. Und dann macht er einfach die Kerzen aus. Dup, 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 dup. So, jetzt sind wir wieder zurück. Und was machen wir jetzt mit dem Geschenk? Das Kinderzimmer bringen? Ach ja, wir hatten ja noch das Bild gefunden. Also ich würde aber nochmal auf den Text gucken, bitte. What lies beyond the light? Ach, sorry, falsche Taste. So, so, links, please. Jetzt ist halt nur die Frage, ist das richtig, ne? Gift. Oh, das können wir nicht bewegen.
Achso, das sind nur die Notes. Ne, da passiert nichts. Das können wir uns nicht angucken, leider. Ich bin mir halt nicht sicher, ob die Bilder in der richtigen Reihenfolge sind. Ob die so sind, wie sie sein müssen. Weil das sind ja... Aber wir können das immer noch benutzen. Dann ist es wahrscheinlich nicht richtig, ne? Ich nehme die nochmal. Ich nehme die nochmal runter. So, what lies beyond the light? Kommt hier vielleicht das Geschenk hin? Ich kann nur halt die anderen... Ah, das ist immer doof. Es ist ein bisschen doof, dass man das nicht lesen kann, wenn man in dem Menü steckt. Walking among strangers. I think I want to give it back. Und links oder rechts? Which choice will be the good one? Ah, das könnte auch sein, weil da Treppen links und rechts sind, ne? Was vielleicht dahin? Ich glaube, dass da kommt eins runter. Jetzt. Ha, war nämlich falsch. Habe ich es mir doch gedacht. Auf jeden Fall ist gerade irgendwas passiert und... Okay, das sollte echt... Der Code sollte echt komplett sein. Okay. Und wir können es nicht mal anklicken. Also haben wir irgendwas getriggert gerade. So, die Frage was? Ach, guck an. Die Tür ist offen. Die Dielen sind weg. Huch. Ja, das war auch auf dem Bild zu sehen, ne? Hätten wir jetzt aufgenommen in den Kreis der Ghost Boys? The choice. Links oder rechts? Was? Welche ist die richtige? Wir gehen nach links. Hey! Oh. Wir müssen nach rechts. Hilfe, ist das ein Scherz? Habe ich gewonnen? Gibt es einen Ausweg? Nur ein Weg? Was ist eine Lüge? Choices. Okay. Ach, hör auf. Es ist, du kommst, egal auf welcher Seite, also für welche Seite du dich entscheidest, du kommst hier an. Choices, decisions. There was no choice. Hatte keine Wahl. Entscheidungen? Steht hier überall. Ich hatte keine Wahl. Hilfe steht hier auch. Ach, endlich mal ein Pfeil auf dem Boden. Warum wird das jetzt hier dunkel? Ich war hier noch am Gucken. Hast du es verstanden? Hm. Und wir landen wieder am Anfang. Und jetzt? Ja, bitte? Es ist immer noch windig. Wir sind jetzt wieder ganz am Anfang.
jetzt steht er hier. Was machst du denn hier unten? Können wir jetzt einfach hier durch die Haustür gehen oder was? Ah, wir haben die Taschenlampe noch. Nice. Aber wir haben uns hier unten gar nicht umgesehen, ne? Steht eine Gitarre. Das ist ja echt verrückt. Auf damit. Ja, das hatte schon so ein bisschen, wo wir waren, ein bisschen was von dem Haus, wo wir hier sind, ne? Mit der Decke, die es über das Geländer liegt, aber halt irgendwie anders. Mit den Regalen und so. Schon cool. Nee, ich geh jetzt nicht nochmal ans Telefon. Nein! Tu das nicht nochmal. Ja, bitte? So, what are you going to do? Have you made up your mind? I can help you with the move. I have the weekend off, so I will come to your place, okay? Okay, der hat jetzt gesagt, so, was wirst du jetzt tun? Und ich könnte dir beim Umzug helfen. Ich habe dieses Wochenende frei. Okay, du stehst noch da. Das ist gut. Das Radio ist an. Boah, diese Geräusche. Entscheidungen. Bist du sicher, dass du sie treffen kannst? Okay, irgendwo ist gerade eine Tür aufgegangen. Also Entscheidung, bist du dir wirklich sicher, dass du sie treffen kannst? War jetzt gerade die Frage. Oh! Oh, die Tür ist aufgegangen. Aber wie sich auch das Licht hier da jetzt gerade verändert hat. Ach, hör auf! Oh, ich sehe nichts mehr. Ich habe dich über diesen Ort gewarnt. Oder vor diesem Ort gewarnt. Thank you for playing, ja. Yeah. Das war die Luto-Demo. Ich fand sie echt gut. Ich bin ein Fan von Ghost Boy. Ich nenne ihn jetzt Ghost Boy. Also richtig, richtig cooles Laken, muss ich schon sagen. Mir hat es sehr, sehr gut gefallen. Ja, war Walking-Simulator, aber sehr, sehr geil von der Stimmung her, fand ich. Mit den Geräuschen und sowas. Fand ich sehr, sehr, sehr geil. Es war zeitweise echt unangenehm. Aber das macht es ja auch eben aus. Und mir hat es richtig, richtig Spaß gemacht. Genau, nochmal der kurze Hinweis. Es stand ja am Anfang nochmal, dass das nicht das finale Game repräsentiert. Also ich bin sehr, sehr gespannt, was auf uns zukommt. Leider gibt es gerade noch kein Veröffentlichungsdatum. Also man weiß noch nicht, wann es rauskommt. Habe ich zumindest auch noch nichts drüber gelesen. Ich bin aber sehr, sehr gespannt. Ich habe es auf der Wunschliste. Und wir sehen uns das auf jeden Fall an, wenn die Vollversion rauskommt. Dann schreibt mir doch gerne mal in die Kommentare, wie ihr es fandet. Und ja, lasst mir gerne einen Daumen nach oben da. Würde mich sehr, sehr freuen. Unterstützt mich sehr. Und dann wünsche ich euch noch einen schönen Abend, Tag, Wochenende, was auch immer, wann ihr das Video guckt. Und sage bis dann. Ciao.